Hi, meine Lieben. Es ist Juni, das heißt, es ist Pride Month. Zu diesem besonderen Anlass hat der Online-Shop Purish gemeinsam mit Maxim die Pride Box 2023 rausgebracht. Diese Box möchte ich euch heute in diesem Video vorstellen. Es sind 6 Produkte enthalten, mit denen ihr wirklich ganz tolle, farbenfrohe Looks schminken könnt. Und die Produkte sind sehr viel günstiger in der Box natürlich, als wenn ihr sie alle einzeln kaufen würdet. Und mit meinem Code PaintPotBride bekommt ihr 20% Rabatt auf die Box und natürlich auch auf alles andere bei Purish, außer No Cosmetics, das ist nicht dabei. Falls ihr Purish noch nicht kennt, das ist ein Beauty-Online-Shop aus Berlin, was mir natürlich dann immer sehr am Herzen liegt, weil ich auch in Berlin lebe. Und sie haben wirklich ganz, ganz tolle Produkte im Bereich Beauty, Haircare, Tanning, also es ist wirklich alles dabei, was das Beauty-Herz begehrt. Wenn ihr gespannt seid auf die Box, bleibt auf jeden Fall dran. Und noch für euch als Info, mit jedem Kauf einer Box werden automatisch 5 Euro an die DKMS gespendet. Also, let's go! So, das erste Produkt aus der Pride Box 2023 ist diese wunderschöne Eyeshadow-Palette von Catrice. Das ist die Pro Desert Romance Slim Eyeshadow Palette in 010 Destination Love und das ist wie immer eine Mischung aus super butterigen, weichen, cremigen, matten Farben und sehr intensiven Schimmerfarben. Ich bin leider hier schon mit meinem Finger reingeditscht. Und für den Look, den ich mir überlegt habe, möchte ich dieses wunderschöne Gelb hier nehmen, die Farbe Sundial. Das ist ein matter Ton und die Farben sind wirklich super schön cremig und so richtig butterweich, wenn man sie swatcht. Also sie fühlen sich ganz, ganz toll an und sind sehr schön pigmentiert. Und diese Farbe Sundial mache ich jetzt einmal komplett übers gesamte Lid. Und Fun Fact, ich liebe gelben Lidschatten, im Sommer besonders. Also ich finde, das ist so, so cool und so ein schönes Statement. Und gerade für diesen Anlass mega. Und ihr seht, der lässt sich super einfach auftragen und verblenden. Ist einfach schön cremig. Und leuchtet schön intensiv. Und ich ziehe die Farbe noch ein kleines bisschen nach außen. So, als nächstes kommt die Super Beauty UV Primaries Palette zum Einsatz und die ist ganz besonders. Diese Farben werden mit Wasser aktiviert, das heißt, ihr feuchtet den Pinsel leicht an, geht dann rein in die Palette und dann werden die Farben richtig schön cremig und weich. Und hier kommt die Farblehre ins Spiel, denn hier könnt ihr so ziemlich alle Farben zusammenmischen. Also als Beispiel, das möchte ich auch heute machen, ich mische Rot und Blau und Rot und Blau ergibt Lila. Und wenn ich dann noch ein bisschen Weiß dazu mische, kann ich so ein richtig schönes Pastelllila daraus machen, also die Farbe aufhellen. Ich kann die Farbe auch verdunkeln mit dem Schwarz hier unten und genauso kann ich das mit den anderen Kombinationen machen. Bei der Palette ist ein Pinsel dabei, ich nutze allerdings meinen eigenen Extrawurst für mich. Einmal Pinsel nass machen. Und so mische ich mir jetzt nach und nach mein Lila. Man kann einfach immer noch mal ein bisschen reingehen, wenn man das Gefühl hat, okay, es fehlt noch zum Beispiel ein bisschen mehr Blau, was jetzt bei mir gerade der Fall war. Und ich gehe immer mal wieder auch ins Blau rein, um so einen Lavendelton zu kreieren, weil das ist genau die Farbe, die ich möchte. Und mit dem Weiß, wie gesagt, kriegt man diesen Pastell-Look hin. Und sobald die Mixtur so eine cremige Konsistenz erreicht hat, kann man sie wunderbar auftragen. Und ich ziehe mir damit jetzt einen Wingliner. Eigentlich auch eine absolut super Palette für mein Make-up-Kit. Ich glaube, die wird da direkt reinwandern, weil die super praktisch ist. Wenn man einfach alles zusammenmischen kann. Und wenn ihr das Gefühl habt, die Mixtur wird ein bisschen trocken, einfach mal ganz kleines bisschen mit dem Pinsel ins Wasser gehen, zum Tupfer und dann ist sie wieder super cremig. So, das ist mein selbst kreierter Liner und Fun Fact, Gelb und Lila sind Komplementärfarben. Das heißt, Gelb und Lila passt tatsächlich sehr, sehr gut zusammen und harmoniert, wenn man das vielleicht nicht immer denken würde. Auch noch, was cool ist bei dieser Palette, dass diese Farben super schön unter UV-Licht leuchten. Das kann ich euch jetzt leider nicht demonstrieren, weil ich hier kein UV-Licht habe. Aber wenn ihr in der Disco seid, unterwegs, Party feiern wollt, dann leuchtet ihr sehr schön mit dieser Palette. So, ein weiteres Produkt aus der Pride Box 2023 ist der Danessa Myricks Beauty Amethyst Eyeliner. Und der ist auch ganz besonders, weil der hat so einen Color Shift mit drin. Das heißt, er hat 2 Farben, je nachdem wie das Licht drauf scheint. Und das ist sehr, sehr cool. Also ihr seht hier, sieht er so lila aus mit lilanen Reflexen. Und wenn man ihn ein bisschen shiftet, sieht er bronze aus. Das heißt, er ändert die Farbe so ein bisschen. Super cool. Ist ein ganz feiner Liner, mit dem man super schön arbeiten kann. Und den trage ich jetzt noch am unteren Wimpernkranz auf. Und hier gehe ich ungefähr bis zur Mitte des Auges, um es nicht zu schließen, sondern mehr zu öffnen. Würde ich bis in den Innenwinkel gehen, würde es das Auge ein bisschen mehr schließen. Und ich blende ihn einfach so ein kleines bisschen mit meinem Finger aus. So, dann biege ich einmal meine Wimpern und dann ist es Zeit für Mascara. Das ist nämlich auch eine sehr tolle in der Box drin. Und zwar ist das die Mascara von Linda Hobby Cosmetics, die Infinity Power Lash. Hat eine Synthetikbürste, was ich persönlich immer sehr liebe. Und die ist speziell für Volumen, was ich auch immer sehr mag und sehr wichtig finde für meine Wimpern, weil die sind ziemlich lang, aber ich möchte immer mehr Volumen haben. Und dafür ist die absolut perfekt, wie ihr seht. Ich bin super happy mit der Mascara, wenn man wirklich jede einzelne Wimper sieht. Und das ist mir immer so richtig wichtig. So richtig wichtig.
Aber das macht die wirklich perfekt. So, für die Lippen haben wir in der Box auch von Linda Hallbergs ein Produkt. Und zwar ist das der Infinity Lip Gloss in Pastel Peach. Super schönes Peachy Nude und er ist sehr, sehr schön pflegend. Super glossy. Er hat fast wirklich so einen Lippenöl-Effekt, finde ich. Fast ein bisschen viel genommen, aber mega. Meine Lippen sind auch ein bisschen trocken, weil ich hatte mal wieder Sonnenbrand auf den Lippen. Im Wasser beim Surfen hat mein Kess Lip Gloss leider nicht gehalten. Der ist so schön. Auch dieser Lipgloss hat übrigens eine SPF 15, also schützt die Lippen vor der Sonne und hat außerdem sehr pflegende Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Vitamin E und hat so einen leichten Vanillegeschmack und ist wirklich gar nicht klebrig. Also er glänzt einfach nur, ist pflegend, aber klebt die Lippen kein bisschen zusammen. Super angenehm. So, um meinen Look jetzt abzurunden, verwende ich noch ein Setting Spray, was mir nochmal einen extra Glow verleiht tatsächlich. Und zwar ist das von Ofra das Rodeo Drive Make-up Fixer Spray. Das Spray sagt dafür, dass das Make-up länger hält, klar, aber es verleiht auch nochmal einen wirklich schönen Glow. Und ihr könnt dieses Spray auch wirklich am gesamten Körper verwenden. Das heißt auch hier Ausschnitt, Dekolleté, dafür ist es auch super geeignet. Deswegen mache ich jetzt einmal so einen ganzen Rundumschlag. Geil. Noch ein bisschen extra hier ins Dekolleté. Seht ihr, wie schön es glänzt? Hammer! Und es riecht auch ziemlich lecker. Also denkt daran, mit meinem Code PAINPODPRIDE bekommt ihr 20% auf die Pride Box und auch auf das gesamte Purish Sortiment. Mit einer Ausnahme auf No Cosmetics gilt dieser Code nicht, aber sonst auf alles andere. Der Code ist bis Ende Juni gültig und die Box hat einen Warenwert von 128,40 Euro und ihr bekommt sie fast 50 Euro günstiger mit meinem Code. Also es lohnt sich wirklich, schlagt auf jeden Fall zu.